Look, look, look. Up. Yeah, give me 5. Hey, yes. Good job. Das Wichtige in der Permakultur ist, es bildet sich auf drei ethischen Grundsäulen. Das eine ist, achtsam mit der Erde umzugehen. Das zweite ist, achtsam mit dem Menschen umzugehen. Und das dritte ist, Überschüsse teilen, Wachstum begrenzen. So, wie heißt es? Die Taglilie. Das ist die Taglilie. Okay. So, ich esse jetzt eine Taglilie. Ganz, gell? Das erinnert mich ein bisschen an... Ich weiß nicht was, aber mir kommt Blumenkohl bei. Also hier sind so 100, 120 verschiedene essbare Pflanzenarten drin, alle essbar. Brennnessel ist eine super Pflanze. Hier frisch angelegt jetzt das Beet, erst vor, ich weiß gar nicht, so 2 Monaten, würde ich sagen, und steht schon schön. Sie haben schon angefangen zu ernten. Ich esse es lieber so als Spinat oder als Lasagne oder Quiche. Man kann es also kochen wie Spinat. Kann man kochen, kann man letztendlich super für grüne Smoothies und die Samen eben ernten und über einen Salat drüber. Natürlich ist es so, wenn wir nicht achtsam mit der Erde umgehen, und da meine ich nicht nur die Erde als Planeten, sondern auch die Erde, den Boden, ja, weil das ist ein entscheidendes Thema in unserer Zeit auch, dann werden wir nicht mehr lange da sein. Hier wird gar nichts gesät. Das sind alles Pflanzen, die über mehrere Jahre am gleichen Standort sind. 3, 5, 10, 20 Jahre. Wie heißt es? Ja, das ist die Süßdolde. Die riecht aber richtig gut. Die hat so dieses Anis und kann ich einfach so essen? Ja, einfach so. Also ein bisschen fiedrig, ist sehr zart. Also vom Blatt her. Aber ich schmecke das. Auch ein bisschen säuerlich. Ein bisschen säuerlich, aber vor allen Dingen kommt dieser Lakritz-Anis. Auch achtsam mit den Menschen umzugehen, heißt achtsam mit mir umzugehen, achtsam mit meinem Gegenüber, aber natürlich mit all den Menschen, die ich nicht kenne. Woher kriege ich meine gespritzten Bananen oder mein Kakao, der von Kindern in der Elfenbeinküste oder sowas geerntet wird? Ja? Und was macht das dort, wenn da die Flieger drüber fliegen, um Pestizide zu spritzen? Das ist meine ethische Verantwortung, die ich da auch habe, für das Wohlergehen dieser Menschen. Und die dritte Säule mit Konsum begrenzen, Wachstum begrenzen, ja, nur wir Menschen denken, unendliches Wachstum, also vor allem die Ökonomen denken das, ja, wäre möglich. Unendliches Wachstum gibt es nicht in der Natur. Ja. Und wenn wir diese Prinzipien zusammennehmen, dann können wir eine Welt entwickeln, die gut ist für alle.